Hallöchen, schön, dass ihr dabei seid. Ja, letzter Wintertag. Ich war noch ein klein bisschen fleißig gewesen. So, hier seht ihr schon die erste Baustelle. Ich hole mal einen Hammer raus. Ich habe nämlich schon mal angefangen, die ersten beiden, oder die nächsten beiden Lager, so muss man ja sagen, auszubauen. Jetzt müssen wir uns noch Material eben wieder aus der Kiste nehmen. Mana S, ein paar Steine brauchen wir noch. Und dann wollen wir nämlich mal schauen, wenn wir mal gucken. Na gut, ich hatte jetzt in dem anderen Lager noch Bretter rausgeschmissen. Hätte ich das nicht getan, dann wäre unsere Lagerkapazität schon wieder voll gewesen. Das ist halt ganz schlecht. Dementsprechend müssen wir heute mal noch zumindest ein bisschen Lagerfläche erweitern, dass wir wieder ein bisschen mehr Stauraum haben für die ganzen Güter, die bei uns reinkommen. Das ist ja doch einiges mittlerweile. Und da das mit unseren Verkaufsständen noch nicht so gut läuft, beziehungsweise wir da echt noch zu wenig Personal haben, hakt das halt ein bisschen und daher viel zu viel. Dementsprechend, müssen wir da halt ein bisschen noch Platz schaffen. So, jetzt brauchen wir noch Holzstamm, glaube ich. Dann müssten wir jetzt alles haben. Mal eben gucken. Da hinten die Wand war nämlich schon fertig. Hatte ich richtig im Kopf. Habe ich nämlich schon zu häufig gehämmert gehabt. So. Na komm. So, jetzt aber. So. So. Lager fertig. Haben wir ein Brett zu viel mitgenommen. Tun wir das wieder rein. Jetzt sind wir schon bei 14.000. Sehr schön. So lässt sich doch wieder leben. Dann würde ich sagen, bauen wir direkt noch das zweite fertig. Da vorne ist es. Dann dürfen wir aber erstmal mehr als genug Platz haben. Und dann müssen wir irgendwann mal da hinten da noch das letzte ausbauen auf Stufe 3. Das machen wir aber irgendein andermal. Aber gut, hier sind auch die ganzen Bretter, die ich rausgeschmissen hatte. Die, okay. Wenn wir nicht so weit wegstehen würden von der Kiste, dann könnten wir sie jetzt auch einlagern. So, machen wir es so. Zap, zap. 351 Kilo direkt wieder drin und seht ihr, wir sind schon ein ganz Stück drüber. 159,67. Also 160 Kilo. Gut, dass ich die Bretter rausgetan hatte. Ich habe auch übrigens das ganze Eisenerz, was wir hatten, durchgeballert zur Eisenbarren. Ist aber auch schon wieder neues Eisenerz drin. Das mit der Mine scheint mittlerweile gut zu fluppen. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. So, nehmen wir uns nochmal ein paar Bretter raus. Viel zu viel wieder. Fangen wir damit nochmal an. Was heißt nochmal? Eben haben wir ja anders angefangen. Egal. So. Hauptsache, das wird hier fertig. Dann haben wir nämlich erstmal wieder Ruhe, was das Materiallager angeht. Dann müssen wir noch zwei jetzt, glaube ich, hier Holzstämme mitnehmen. Zap. Und dann halt nochmal die Steine rausnehmen. Kreis, würde ich sagen. Dum, 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 dum. Ach ja, und übrigens nochmal sorry, ne, wegen gestern, dass die Folge erst so spät on ging. Heute habe ich es auch wieder mit Versprechern. So, nächste fertig. Was haben wir? Immer noch 14.000, okay. Gut, der hat die beiden Lager direkt mitgerechnet anscheinend. So. Wie gesagt, das lag ja daran, dass leider meine Tastatur den Geist aufgegeben hatte und ich halt nichts aufnehmen konnte. Deswegen ging es auch gestern Abend erst spät on, die Folge, aber heute, wie ihr gemerkt habt, ist ja wieder normal on gekommen. Joa, und dann werden wir am Wochenende natürlich wie immer die Folgen nachholen. Man kennt es nicht anders, wer schon länger bei mir ist. So, jetzt sehe ich noch Tierfutteranzeige ist an. Haben wir denn immer noch kein Tierfutter? Und wir müssen auch was essen, sehe ich gerade noch. Dann gucken wir doch mal, dass wir die Tiere noch gut durch den Winter bekommen. Ne, kein Tierfutter. Nehmen wir uns mal Stroh mit. 60 sollte reichen, glaube ich. Und was war das? Roggenkorn. Und Haferkorn, ne? Das braucht man, glaube ich, dafür, die drei Sachen. Wenn ich es jetzt gerade richtig im Kopf habe, also auswendig. So. Dann gehen wir mal hier schnell zur Scheune rüber. Tierfutter. Da.
12 kann man herstellen. Ja, okay. Für jedes Tier eins. Wir wollen ja nicht so knifflig werden, ne? Wir müssen sparsam sein. Es ist Winter. Ich gebe nur ein Tierfutter pro Tier. War ein Zufall, dass das jetzt gerade genauso hinhaut. Und was haben wir denn zu wenig jetzt? Wahrscheinlich Stroh, oder? War ja meistens so. Ja, Stroh. Wie viel Stroh hatten wir denn noch? Dann gehen wir noch ein bisschen Stroh kurz holen. So, runter nach S. Stroh, ja, komm. Nehmen wir das ganze Stroh mit. Wird ja eh im Moment nur für Tierfutter gebraucht. Können wir nochmal 19 herstellen, sehr gut. Dann machen wir die noch kurz und dann würde ich sagen, laufen wir zu den Tieren rüber. Da war ja auch, glaube ich, ein Tierstall, wo gar keiner war, ne? Ist klar, dass dann wieder anging, aber warum haben wir in einem Stall 12 Tiere? Wir gucken jetzt mal gleich. Oder ist noch jemand anders in Mutterschaft jetzt gegangen im Winter, was ich nicht mitbekommen habe? Aber knappe 3 Sekunden noch, dann werden wir sehen. So, Management. Hier, da. So, Tierhaltung. Nee, Bienenstock. Hä? Ist doch überall jemand drin. Und liegt anscheinend wirklich daran, dass wir kein Tierfutter auf Lager hatten. So wie es aussieht, dann würde ich sagen, lagern wir das einfach mal ein. Und dann sollte sich das doch von selber wieder ergeben. So, Haferkorn können wir auch wieder einlagern, Roggenkorn auch. Und dann das Tierfutter. Ach ja, stimmt, da kam ja mehr raus. Wir haben jetzt einen. Ah ne, wir hatten ja noch hergestellt. Nee, ich habe nichts gesagt. Wir hatten ja erst die 12 und dann noch hergestellt. So, und schon ist die Anzeige weg. Sehr schön. Läuft ja wieder. So, und dann genau. Ich habe gesagt, wir müssen mal was essen. Dem Guten noch was zu futtern geben. So, hier vorne haben wir ein Lager. Da können wir mal eben gucken, was es Leckeres gibt. Ich würde sagen, wir nehmen das Erste, was kommt. Ja, ein paar Karotten, nee, aber nicht die. Die sind schlecht. 24, ja, oh Mann. Komm. Ja, 15 Stück werden ja wohl reichen. Inventar. Da, Karotte. Okay. Wir hätten sogar noch 2, 3 mehr gekonnt. Aber das wird ja wohl reichen für den letzten Tag. Joa. Und dann habe ich noch was ganz Großes mit euch heute vor. Und zwar, ich laufe schon mal... Nee, das war verkehrt. Naja, wieder orientierungslos im eigenen Dorf. Haben wir schon länger nicht mehr... länger nicht mehr gehabt, aber mit dem Versprechen habe ich es heute, ne? So, hier müssen wir hin. Und zwar... Die Schenke ist heute dran, ne? Jetzt haben wir ja auch die Lager ausgebaut. Wir haben genug Platz erstmal. Vor allem erstmal. Ich bin mal gespannt, wie lange das hält. Komm, gehen wir hier durch. Müssen wir keinen Umweg laufen. Können wir jetzt mal gucken, wo wir hier die Schenke platzieren können. Und dann können wir da auch schon ein bisschen dran basteln. Und mit dem Weg auch. Mal gucken eben. Tja, am liebsten wäre mir sogar, wenn die Schenke hier auf der Seite steht. Weil hier scheint es ebener zu sein. Dann kann man besser die Stühle und Tische stellen. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir doch mal. Gebäude. Produktion wahrscheinlich. Genau, da. Schenke. So nah dürfen wir ran. Dann laufen wir mal so. Dann können wir den Weg nämlich später weitermachen. Aha. Scheiße, die steht ja dann richtig hoch. Ne? Gefällt mir aber gerade gar nicht. Jetzt kommt Wert grün. Ich meine, die steht zumindest nur ein Stück hoch. Ne? Hier vorne ist ja ebenerdig. Mal eben gucken. Oder wir müssen noch ein Stück weiter nach hier. Aber dann haben wir wieder ein Problem, dass das alles nicht aufgeht.
Das ist ja wieder ärgerlich. Wie geht sich das denn hier mit dem Feld aus? Können wir mal eben testen. Plantage. Ja, eigentlich müsste ja Plantage dann hier eher, ne? Und noch ein paar Bäume. Oh, ich weiß auch gar nicht, wie ich das mit den Bäumen alles hier noch mache, ehrlich gesagt. Moment. Na, so, Hämmerchen. Zerstörermodus hat dann. Ja, hier, genau, da ist das erste Feld. Da müssen wir dann nämlich ansetzen. Das war schon verkehrt gewesen. Ach, jetzt habe ich Feld ausgewählt. Ich wollte doch Plantage. So, Plantage. Eins freilassen. Gucken wir mal, wie weit kommen wir. Na, nicht so weit. Das wären dann 4. Okay, das heißt, wir müssten das sogar tatsächlich ein bisschen weiter bauen. Aber wieso komme ich denn? Achso, ja, weil das ein Feld ist und das hier Plantage. Ich dachte gerade, warum können wir denn nicht bündig mit dem hier aus? Aber ist klar. Weil die ja andere Größen haben. Also das heißt, wir müssten bis hier bauen. Da, okay, dann heißt... richtig, so. Kleines Chaos gerade. Wir müssten das wegmachen. Und da waren wir, so. Plantage. 1, 3, 4. Ja, wie weit können wir denn? Ah ja, 8 war ja, ne? Der 8er länger. Moment, so, 4, 7, 8. Bis da Gänge ist. Ja, das geht sich ja sogar einigermaßen dann aus hier mit dem Gehege auch. Das ist natürlich praktisch. So. Nein, er hat wieder... Oh, er hat die eine Reihe weggemacht. Warum? Ich brauche doch eine 4. Mein Gott, ey. Wieder geträumt gerade, nicht aufgepasst. So, nochmal neu. Einen rüber haben wir ja immer gemacht. So. 3... Hier, das wäre hier. So, jetzt laufen wir nochmal runter. 8. So. Jetzt haben wir auch einen 4er. 1, 2, 3, 4. Passt, okay. So, das ist besser. So können wir das machen. Und dann probieren wir nochmal unser Glück mit der Schenke. So, schauen wir mal. Und sagen, wieso darf ich jetzt nicht mehr bauen? Okay, Schenke kämen dann hier hin. Dann hat man hier so die Fläche zum Bauen. Mit den Bänken dann alles. Bänke und Tische. Ist auch relativ ebenerdig hier. Ja, es sollte klappen. Da bin ich mal gespannt, wie das später hinhaut. So. War eigentlich Plantage auch richtig für einen Hopfen? Ich weiß das gar nicht mehr. Warte mal. 5. Plantage. Hopfen. Okay, gut. War auch richtig. Okay. Das heißt, wir brauchen nur noch Plantagen dann. Dann habe ich ja schon mal alles richtig gemacht. Das war wirklich nur die Frage... wie wir das dann noch einteilen, wie viel wir von was machen und wo wir was machen. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Aber da schauen wir dann mal. So, auf jeden Fall, wir könnten ja mal schauen, ob wir die nicht noch heute fertig gebaut bekommen. 12 Steinchen. Gucken wir mal, haben wir noch so viele im Lager? Ich weiß gar nicht, wie viele wir eben noch reingeschmissen haben. Sonst müssen wir nochmal zu unserer Hütte laufen. Und ein paar Steinchen holen. Ne? Ja, ne, da stimmt er uns zu. So, gucken wir mal. Oder hatten wir Hauptsteine wieder reingetan? Ich weiß gar nicht mehr. Doch, haben wir. Ah, guck mal. Bleiben sogar 3 übrig. Nehmen wir mit. Dann nehmen wir auch schon mal Holzstämme direkt mit, würde ich sagen. Ne? Wo werden wir ja auch brauchen. Wie viel können wir?
Das ist 2, dann sagen wir mal 34 haben wir. 46 Kilogramm können wir noch mitnehmen. Das ist viel zu viel. Hä, geht das? Ja, komm. Niemals überladen. Das werden wir hinkriegen. Das klappt, das klappt, das klappt. Gerade mal auf die Uhr geguckt, 15 Minuten rum. Ja, die werden wir wohl ja heute noch dicke fertig kriegen, die Schenke. Da müssen wir mal gucken, wie wir hier das noch weitermachen mit der Plantage dann. Und dem Hopfen vor allem. Ja, wir müssen ja neben unserer großen Feldindustrie hier, damit der König ja wieder was abgreifen kann, müssen wir ja noch eine große Alkoholindustrie aufmachen. Damit wir auch, genau, das wäre es. Dann meldet er sich nächste Jahreszeit wieder und möchte noch Alkohol für die Hochzeit geliefert haben. Das wäre ja super lustig. Aber kann er haben dann, von mir aus. Ich meine, wir können zwar noch nicht herstellen, aber irgendwo wäre man schon organisiert bekommen. So, komm. Jetzt brauchen wir wahrscheinlich noch ganz viel Stämme. Ja, war nämlich aus Stämme. Ich habe es mir gedacht. Da werden wir nochmal Stämme holen müssen. Aber ist nicht so schlimm. Die ist ja relativ offen mittlerweile, die Schenke. Braucht er denn 7? Okay. 7, 14, 21, 28, 33. Da oben. 5 macht 38. Hier wahrscheinlich auch. Ja. Macht dann, ja, 38, 43. Plus die Dächer. Nehmen wir mal 50 mit. Das sollte dann auf jeden Fall reichen, falls ich irgendwas noch übersehen habe. Und dann müssen wir noch mal kurz für die Bretterchen laufen. Hämmerchen. Meint er, komm, wir nehmen auch vorhin noch einen zweiten Hammer mit. Müsste zwar noch ein bisschen halten, aber sicher ist sicher. Wo sind sie denn? Eisenhammer da. Ja, damit. Dann so Holzstämme. Oh, das kriegen wir ja gar nicht getragen. 50, oder? Ne, überladen. Aber ist das was? Wir könnten ja. Könnt ihr jetzt hier rein? Ja, sehr schön. Ha, perfekt aufgegangen. Das ging ja super. Können wir bei ihm ja ein paar Stämme reintun. Was hast du noch? 25 Kilogramm. Sollst du kriegen. Dann nehmen wir nämlich noch ein paar Bretter mit. Obwohl, so viel können wir gar nicht mitnehmen. Guck mal, aber die waren, glaube ich, nicht so schwer, Bretter, ne? Ja, 1 Kilogramm pro Brett. Ja. Nehmen wir erstmal die 50 mit. Und dann reiten wir nochmal schnell rüber. Den Rest werden wir dann einfach holen. So. Jott, mein gutes Pferdchen. Bring uns mal schnell rüber zur Baustelle. So, ja, voll in die Wand gelaufen. Ja, klasse. So, dann hämmern wir nämlich hier mal schnell fertig. Und dann müssen wir echt mal, wie gesagt, gucken wegen den Plantagen. Ich bin mir da gerade echt unsicher, wie wir das aufbauen am besten. Und, oh, was mir auch gerade einfällt, wir sind ja noch im Winter, ne? Shit. Ich weiß gar nicht, wie die Büsche dann später hier stehen in dem ganzen Bereich wegen den Bänke werden wir ja bauen, keine Stühle. Wegen den Bänken und Tischen dann. Dass die dann, die Büsche nicht so da drin sind. Die gehen ja leider nicht weg. Mann. Ja, da müssen wir dann auch nochmal gucken. Hätten wir wahrscheinlich besser erst im Frühling gemacht, ne? Wäre sinnvoller gewesen. Naja, egal. Jetzt auch zu spät. Jetzt haben wir schon angefangen. Da muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Mit den Wegen oder so, dass sie dann weggehen. Ach ja, ich muss ja dann eh noch... Oh, das wird ja noch eine richtige Herausforderung. Das mit den Wegen dann alles vernünftig hinzukriegen. Weil auf den Wegen können wir die ja nicht platzieren. Das heißt, wir müssen die Wege da rumherum... Okay, das wird noch eine Aufgabe werden. Da bin ich mal gespannt, wie wir das hinkriegen. Dass das dann auch ordentlich aussieht am Ende. Das wird wieder viel Fummelei. So, hier noch ein paar Bretter rein. Gut, dass wir auch mehr mitgenommen. Gut, dass wir den zweiten Hammer auch mitgenommen haben.
Aber gut, dass wir noch mehr Bretter mitgenommen haben. Hier musste nämlich pro Seite 12 rein. In diesem Überhang da. Das heißt, wir haben mehr Rundhölzer mitgenommen. Waren ja gar. Ah. Okay, ich habe nichts gesagt. Waren ja gar keine Bretter. Ach. Ja, waren ja gar nicht mehr Bretter, sondern mehr Rundhölzer, die wir eingesteckt hatten. Ja, wieso sind da jetzt noch so ein. Ach, müssen da jetzt nochmal Bretter. Okay. Da müssen wir nachher mal gucken. Ist ja interessant, dass da noch Bretter zwischen müssen. Die Logik verstehe ich zwar jetzt gerade nicht so ganz, aber okay. Soll mir recht sein. Wenn ihr das so wollt, dann wären wir da hier auch. Ne? Und da auch noch ein Stamm rein. Okay. Okay, okay. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Oh, und wir haben auf jeden Fall zu wenig Rundhölzer dabei. Trotz, dass wir schon mehr mitgenommen haben. Auf jeden Fall noch eine dicke, fette Ladung Bretter. Noch ein Stamm, ist jetzt euer Ernst? Okay, also einen Stamm noch mitnehmen. Und eine ganze Menge Bretter. Und vielleicht brauchen wir dich ja doch nochmal. Sicher ist sicher. Reiten wir direkt mal mit dir zurück. Schön hier drüber. Oh, vorsichtig mit den Bäumen, nicht da reinlaufen. Oh, langsam, langsam, langsam. Schön hier rein. Ah, du bist schon wieder viel zu schnell. So, da, nee. Ich brauch da die Truhe, nicht dich. Ich muss an die Truhe ran. Ja. Nehmen wir nochmal 120, reicht das? Ja, das müsste ja. 90. 90 müsste auch reichen, oder? Ah, den einen Holzstamm nicht vergessen. So. Dann bringen wir uns mal eben schnell zurück, weil wir würden sonst länger brauchen. Und ich sehe, wir hätten noch was trinken sollen, aber egal. Jetzt zu spät. Jetzt sind wir wieder unterwegs. So. Dann machen wir doch direkt mal weiter, würde ich sagen. Hämmerchen wieder raus. Jetzt muss ich mal drauf achten, was hier. Warte, wenn man erst die eine Wand fertig. So. Damit es auch ordentlich ist. Was macht der denn jetzt da, wenn wir da die 12 Bretter reinhämmern? Da bin ich echt mal gespannt. Okay. Mal eben von außen gucken. Ach, der macht. Ah, okay, ja gut. So ein Vordach von außen. Deswegen braucht er 12 Bretter. Okay, verstanden. Jetzt ergibt es auch Sinn. Ich hatte mich schon sehr gewundert, warum da jetzt Bretter gebraucht werden. Aber okay. Boah, wir haben ja viel zu viel Bretter mitgenommen. Das sind wahrscheinlich nur 2 Einheiten. Ja, okay. Okay, dann haben wir jetzt doch deutlich zu viel mitgenommen. Naja, egal. Lieber so viel als so. Oh, und die Tierfutteranzeige ist schon wieder an. Mann. Was haben wir denn jetzt wieder so Probleme mit dem Tierfutter? Müsste doch eigentlich genug Stroh auch reinkommen. Naja. Das wird sich auch wieder einpendeln, hoffe ich doch. So, und? Schenke fertig. Oh, wir stehen mit einem Tisch drin schon. Jawoll. So, Braukessel. Was? Haferale. Haferbier, Roggenbier, Weizenbier und Met. Saftpresse. Da machen wir nur normalen Saft. Und hier machen wir die Weine. Okay. Das wird das Saft, Wein, Bier, Met. Dorf hier. So wie alles andere auch. Wir sind die führende Industrienation da. In dem Tal, in allen Sachen wahrscheinlich. Wir haben ja auch 3. Nee, 2 Schmiede. Nee, 3 Schmieden haben wir aktuell. Wir werden ja auch noch jede Mine mit einer. Andersrum, jede Höhle mit einer Mine bauen. Dass richtig viel Eisen reinkommt. Wir werden auch voll die Eisennation. Wir werden von allem eine Nation. Wir werden hier, ja, so ein richtiges Kleinstädtchen. So ein kleines Industriedorf.
Dann kann der König mal gucken, wo er bleibt. Da werden dann mehr Taler haben wie er. So, auf jeden Fall sehr schön, dass das fertig ist. Das gefällt mir schon mal richtig gut. Dass die dann hier so offen steht. Obwohl ich gerade überlege. Eigentlich hätte die anders gebaut werden müssen, ne? Verdammt. Mist. Die hätten wir eigentlich, ich zeige euch das mal kurz. Ja, wo war sie jetzt noch? Produktion. So. Schenke. Theoretisch hätten wir sie so bauen müssen. Aber dann schwebt sie auch in der Luft. Das ist doof. Das ist ja doof. Wo wird sie denn bündig quasi? Also mit dem Boden. Na, hier so einigermaßen erst. Pferdchen, du stehst im Weg. Ja, dann wird die Rampe wieder größer. Okay, das wäre wirklich hier. Weil der Gedanke ist jetzt gerade, ich platziere das einfach mal. Wenn man den Weg ja hochkommt, man sollte ja quasi in die Schenke dann rein. So würde man dann jetzt in die Schenke auch reinkommen. Am Weg. Und dann würde man hier vor Möbeljahr machen. Also hier quasi hier vor. Und dann hier hinter weiterführen. Obwohl hier geht auch ein Holz mehr. Ja, aber so wäre es sinnvoll gewesen. Ne? Oder sinnvoller, glaube ich. Ah, verdammt. Jetzt werde ich mir da auch noch unsicher. Shit. Hilfe, was machen wir? Mist. Lassen wir die so stehen. Oh, das eine Feld hätte es ja wohl noch fertig machen können hier. Nee. Ja, Kacke. Was machen Sachen? Oh, jetzt bin ich mir richtig unschlüssig gerade. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Verdammt. Jetzt mal kurz Gedanken fassen. So. Hier würde jetzt der Weg nochmal aufhören. Also mit den Plantagen. In der Mitte, dann würde hier jetzt der große Bereich kommen, wo die alle sitzen können. Könnte in die hier auch in die Schenke rein. Kann dann hier noch ein bisschen die Bäume und den Hopfen bestaunen, was auch immer wir hier anpflanzen dann um die Scheune. Um die Schenke. Ja, oder? Man kommt den Weg und rennt quasi in die Schenke rein. Würde man so in die Schenke reinkommen? Die hat auch 1, 2, 3, 4 Plätze quasi. Ja, es geht sich auch nicht ganz auf dann. Das ist die Frage, dann hier den Versatz nach links. So ein bisschen, dass man hier jetzt in die Schenke dann reinläuft. Und dann davor Möbeljahr macht und dahinter. Und da so rum. Ich glaube, das wäre schon cooler, ne, wenn wir das andersrum gebaut hätten. Auf jeden Fall kommen sie schon die ersten hier setzen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ah, Mann. Aber ich glaube wirklich, dass es andersrum besser aussehen würde. Das ist jetzt sehr ärgerlich. Wo habe ich das hier gemacht? Ich glaube, da werde ich nochmal umdisponieren müssen. Ich werde es mir mal angucken. Naja, egal. So, lang genug gequatscht. Ich würde sagen, ich bin raus. Euer Nobody. Ciao, ciao.